Ich weiß es nicht. Gucken wir mal da unten. Oh, doch, hier. Na, alles in Butter? Ja, wir sind wieder bei einer neuen Aufnahmerunde dabei oder beziehungsweise, ja, haben eine kleine Pause gemacht. Und beim Schneiden ist uns aufgefallen, was uns jetzt dann beim Spielen damals nicht aufgefallen ist. Und zwar, wir haben ja diese wunderschöne Diamantenhacke. Genau. Und müssen an die Kiste dran. Ja. Und die Hacke macht Eichenholzzäune kaputt. Wie doof. Wie dumm, dass wir da nicht dran gedacht haben. Echt. Wir laufen und denken da, wir können diese, diesen Sprung da schaffen. Ey, das ist unmöglich. So, jetzt bin ich gespannt, was in der Kiste drin ist. Jetzt geht's den Zäunen an den Kragen. Vielleicht ist das die UV-Maschine. Die UV-Maschine. UV-Maschine, yeah. Wassereimer. Oh Gott, wo muss der hin? Da oben rein? So bei dieser Fackel? Ja, genau. Würde ich jetzt sagen. Und so sind wir jetzt die ganze Zeit, so locker eine Stunde, einfach ja, hier rumgeirrt und haben eine Scheiße gelabert. Ja, ist echt so. Oh Gott. Nee, was heißt Scheiße? Es war schon schön, mal sich wieder an so Sachen zu erinnern, aber voll die Zeitverschwendung. War voll die Zeitverschwendung. Naja, muss man auch mal machen, ne? So ist das Leben, ne? Ach so, nee, wir müssen hier lang. Ups. Ja, genau. So, und jetzt können wir hoffentlich das Wasser platzieren. Ist das richtig? Oh, das hat sich aber krass angehört jetzt. Bringt das denn was? Ich weiß es nicht. Gucken wir mal da unten. Oh, doch, hier. Oh! Das heißt, wir mussten da nie hochspringen. Wir konnten da hochschwimmen. Ja, toll. Ja, das ist natürlich schon viel besser. Weil dieser Sprung, der wäre nicht möglich gewesen einfach. Nee, absolut nicht. Das wäre nicht gegangen. Nee, nee, nee. Und schon gar nicht bei unseren krassen Skills. Nee. Bei unseren super krassen Skills, muss man sagen. Oh, das nächste Rätsel. Ach du Scheiße. Was müssen wir hier jetzt machen? Müssen wir den Wassereimer vielleicht wieder mitnehmen? Nee, hier gibt es keine Holzzäune. Aber wieder so markierte Dinger im Boden. 1, 2, 3. Vielleicht hat das damit irgendwas auf sich? Ich würde ihm das Wasser wieder mitnehmen, um ehrlich zu sein. Ja? Geht das? Probier mal. Ja, bestimmt. Oder? Nö. Oh ne, da müsste ich wieder... Oh, da ist was. Hast du das gesehen? Putti Putti vielleicht? Ne, wo war das jetzt? Ja doch, ich hab's auch eben gesehen. Ah, ich bin doof. Okay. Oh nein, wieder das nächste Rätsel. Oh no, vergibt uns. Wir sind halt... wir denken uns alles durch, aber nicht das Richtige, weil wir über 17 Ecken denken. Ja, ist echt so. Es könnte alles so sein oder so sein oder... Oh, oh, das ist was. Ja, yeah. Krass. Kommen wir da hoch irgendwie? Ja. Oh. Ja. Yeah! Ein Knopf. Okay. Ja. Und sonst ist hier nichts. Nein. Auf der anderen Seite auch nicht, ne? Ich glaube nicht. Nee. Nee. Oder? Nee, ist alles zu. Oh, kein Pudi-Pudi. Nee, kein Pudi-Pudi. Ja, wo sollen wir denn den Knopf hinmachen? Setzen einfach mal da drauf, würde ich sagen. In die Mitte oder so. Ach, oder hier auf dem Block. Das macht vielleicht Sinn. Ja. Ist nur rot. Ist nur rot. Was kann... Oh. So, this is a portal. I don't believe about things such as portal. But I must try. Okay. Oder das Handy. Entschuldigung. Wow, okay. Krass. Wow. Ultraviolet-Box. Ja, yeah, oh dann kann God. Unser Paper jetzt endlich loswerden. Oh! Day one. Something bad happened. Oh. It's very bad. Oh, das ist nicht gut. No! No? I will make something. Wow! Why the ground shaking? Huh? What? Earth? Quark?
keine Ahnung, was. Was wäre denn hier jetzt los? Was geht denn ab? Keine Ahnung. Jetzt haben wir unsere Page verloren. Was soll das? Gott, sieht das hier blöd aus. Müssen wir da jetzt hochkommen? Bitte kein Jump and Run, bitte nicht. Oh Gott. Hier müssen wir bestimmt wieder was platzieren. Ja. Ich hasse Jump and Runs. Weil ich einfach so schlecht noch bin. Oh, eine Kiste. Nee. Ist da hinten? Achso, das ist nur hier. Eine Lampe. Na Gott sei Dank haben sie an so dumme gedacht. Die eventuell vorbeischwimmen können. Oh, bitte nicht einreden. Oh, Night Vision. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Cool. Krass. Das ist echt cool. Echt mal, da seht ihr nämlich auch ein bisschen mehr. Mehr, genau. Weil wir versuchen es zwar schon immer ein bisschen aufzuhellen, aber das sieht halt auch nicht immer so schön aus, ne? Nee. Warum ist da so ein Half-Slap? Hat das einen Grund? Putti, putti! Putti, putti! Gut, dann gehen wir mal hier hin. Was heißt das überhaupt, putti, putti? Das ist wahrscheinlich ein Insider, einfach von dem Map-Erbauer, oder? Kann sein. Komm, ich hack sie alle weg. Komm. Das ist ätzend, hier lang zu schwimmen. Das öffnet sich bestimmt gleich wieder, wenn wir das Rätsel gelöst haben. Was natürlich in naher Zukunft soweit sein wird. Ich will stark hoffen. Wir müssen nur mal kurz die Lage checken, ja. Nur kurz die Lage checken, genau. Oh ja, das sieht gut aus. Das ist mal. Oh nein. Nein, kein Labyrinth! Bitte nicht, da wird uns so schlecht von. Oh no. Ich verspreche dir nur irgendwann, wenn das echt zu lange dauert, reihe ich hier auf die Tastatur. Mann, ich will die Sauerei nicht wegmachen. Nee. Oh, meine Kiste. Und ein Schalter. Ein Zaun. Ein Zaun, meine ich. Ja, cool. Oh. Was ist das? Warte mal, was ist mal hier? Schnelligkeit. 3. Okay. Has no use for this map. Okay. Okay. Und eine Leiter. Die sollten wir schlau anbringen. Ja. Jetzt haben wir das Rätsel mit den Zäunen ja Gott sei Dank gerafft. Aber so, ja, so ist es, weil in der Folge ist man so fokussiert, weil man das einfach schaffen möchte und weiterkommen möchte. Nee, hier sind wir hergekommen. Und ja. Und in Ruhe sieht man dann, wie dumm, ne? Wie dumm man ist, ne? Ja, ist echt so. So. Man hat nur den Tunnelblick irgendwie aktiviert und den Rest sieht man. Das war das, ne? Das war, doch, das war das. Vielleicht okay, mehr ist hier gar nicht. Hochklettern, ne? Ja. Ich glaube, mehr ist hier tatsächlich gar nicht. Nee? Nee. Ja, gut. Na gut, dann... Dann wieder raus und... Gott sei Dank ist das nicht so ein ätzendes Labyrinth. Ja, echt, das hat jetzt echt schon Angst, ja. Dann müssen wir da anfangen wahrscheinlich. Ja, ich nehme es auch mal an. Oh, hörst du das? Oh Gott. Oh, jetzt wird langsam gruselig. Wir müssen da oben an die Kiste kommen. Ja, an die Leiter springen. Ja, wie denn? Hier so? Ja, oder? Ich habe keine Ahnung. Bitte. Soll ich die hier platzieren? Hier? Ich denke mal, die kann man eh nur an einen bestimmten Stein platzieren. Hä? Oder was machst denn du da mit diesem Schild? Oder was das auch ist? Das ist eine Potion. Ach so. Geschwindigkeit. Seriously no use. Aber warum ist sie dann in der... Kiste drin. Das verstehe ich auch nicht. Wir müssen das doch hier irgendwo anbringen, sicherlich, oder? Ja, ich denke schon. Weil das ist zu hoch, da kann ich nicht hochspringen. Oder können wir jetzt hier rein? Nichts, nehmen wir mal nicht an. Wir gucken mal. Aber ich kann es mir noch nicht vorstellen. Ich auch noch nicht. Ups, komm bitte. Oder? Nee. Nee. Leider nicht. Schade. Na gut. Oder wo sollen wir denn hier anfangen? Oder hier die Leiter? Hier auf diesem roten? Ja. Weiß nicht. Nee. Was sollte das auch bringen?
Wir müssen da hoch irgendwie. Ja. Oder doch die Potion nehmen, aber dann ist sie weg. Ja, eben. Wozu aber auch? Mist. Oder Wasser nehmen und da platzieren. Ah, ob das geht? Oder geht gar nicht. Vielleicht da irgendwo, aus diesem kleinen Dings da? Warte mal. Nee, können wir ja nicht. Nee, nee. Aber nicht. Hm. Nee. Ja, wenn feststeht, wir müssen da hoch. Aber wie in drei Gottes Namen kann man die Leiter platzen? Nicht im Ernst. Ich hab's doch eben probiert. Ja, da hat er doch draufgeklickt. Das Spiel trollt uns. Wow, hier, guck mal, jetzt zeigst du deine besten Jump-Skills. Ja, genau. Der klappt auch gut. Oh Mann, ey, das kann auch nur uns passieren, ne? Ja, irgendwie, ne? Der Wahnsinn. Richtige zwei Spongos. Da hoch? Ja, da brauchen wir auf jeden Fall Speed, oder? Oh, Knopf. Oh, das ist gut. Und nochmal eine Hacke. Oh, was stand da? Eichenholzzaun. Auch noch wieder. Mal. Okay. Dann müssen wir wahrscheinlich hier runter wieder. Und den Knopf anbringen. Yippie! So, ich bin gespannt. Dann können wir da bestimmt langlaufen, oder? Oder passiert jetzt was Krasses? Oder das Wasser ist vielleicht auch weg. Oh ja, bestimmt. Also ziemlich rätselig. Also für mich ist das jetzt mittlerweile gar kein Horror mehr. Ich habe gar keine Angst. Ja, momentan habe ich auch keine Angst. Irgendwie. Ja, das ist... die Angst hat sich so ein bisschen nach hinten gedrängt. Ja, irgendwie schon, ne? Und hier fehlen einfach nur die Texturen von dieser Potion. Ja gut, wir können... Nee, wir können immer noch nicht hier rein. Oder? Nee. Nee. Schade. Na gut, dann müssen wir doch mal probieren, da jetzt nochmal hochzugehen. Vielleicht hat sich da ja was getan. Ja, oder? Hier die. Ja, wir gucken mal.